Jo, hoffentlich endlich auch Ruhe jetzt, ey. Ich möchte doch nur schnell dieses. Mist, hab Großvater gerade rausgeschickt, um trockenes Reisig zu holen. Was ist denn direkt hier mit dem. Der Festung, muss ich einmal komplett in die falsche Richtung reiten? Ach Hexe, wenn du nicht gewesen bist. Du kommst hier bekannt. Sagst du uns, wo das Geld ist? Das ist nicht dein Tag. Heute ist mein Tag, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ja. Verschwinde von hier! Okay. Hässlicher Bastard! Wieder mal außen rum. Joanna, geboren im höchsten zu machen. Für mich deine Karte. Oh, Plätze, du bist so dumm. Pam, padam, 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 padam. Über die Brücke in die Stadt. Selbst die Götter weinen wegen unseres Unglücks.
Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Entschädige diesen Mann, der Mann ist tot. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer... Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf. Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heizt das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen.
Kaiser, was willst du? Weiß der blutige Baron. Warte einen Tag. Hier hat man einen super Tag. Nicht schlecht. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ja, meine Rüstung ist halt fertig. Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Mit Laura. Na gut. Ich wüsste, was diese Wolfrüstung macht. Da jetzt Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich... Auch eine Rüstung. Es geht um eine Hexerrüstung. Bären. Schöne Rüstung, Reife, mittlere Katze. Leichte Rüstung. Trage ich gerade, ne? Dann eine verbesserte Katzenfrucht, oder nicht? Oder was trage ich da? Oh, da musst du ausziehen. Leb wohl. Kann ja eigentlich mal ein Ding reinschmeißen, ne? Hier, zack. Gegen die Art. So. So, Amiot, zwei noch Hexeraufträge, greifen Hochland. Ist auch direkt hier, ja schön. Hier, der. Je mehr ich trinke. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Zeig mir was. Eine Karte. Gwyn-Karten.
Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Das ist nett. That's really, really nett. So, ja, eigentlich muss ich immer hinterher reiten, ne? Oh, pass auf, du Trampel! Schnell ihre Flasche einstecken, die ist mein. Also gut, gib mir die Münze. Wenn ich je einen Sohn kriege, ich will so keine Deutsche. Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Das geht nicht. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Bestätigte sich. Ciri war tatsächlich eine Quest ausgewählt. Zusammen mit Chance finden. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindersfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Jott. Ach. Müde, wie? Bis jetzt waren die Rennen ja so, dass ich durchreite. Komm näher, Fremder! Dem Lee Sin mach ich mal 600 Damage. Trink lieber etwas mit in der Taverne. Der Ashi mach ich 800. Nichts im Feld, Netze. Du bist direkt volle genommen, Alter. Du schaffst das, Scripter. Gib alles und schau nicht zurück. Gib deinem Pferd die Sporen. Gut, dass du kommst. Uns fehlt noch ein Teilnehmer für das Rennen. Bereit? Immer doch. Schnapp dir einen Gaul. Leute, wir haben einen dritten. Neben Baldsigge und Ägir Fischig geht Geralt von Riva an den Start. Gelmer in dreifacher Begleitung nach Unfig gefahren. Bogen, Axt und Klinge gegen und den Weg sind sie! Schneller! Schneller! Ist das alles? Kannst du nicht schneller? Ist das alles? Kannst du nicht.
Fahrt, Leute! Unser Sieger ist Geralt von Riva! Du hast dir Ruhm und Ehre erkämpft, Hexer, und einen tollen Preis verdient. Nun, du musst noch ein letztes Rennen bestehen. Auf Hindarsfjall. Wenn du so reitest wie heute, ist dir der Sieg sicher. Hindarsfjall. Mir nie angezeigt oder was? So. Da zu den grünen Dings kein GPS machen, ne? Und die anderen Farben sind hell, blau oder ich weiß nicht was. Pass auf, wo du hinten. Sie nennen mich Viper, weil ich so nett bin? Um ganz ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass du auch nur ein Rennen gewinnst. Und jetzt hast du drei gewonnen. Damit darfst du im großen Rennen antreten. Aber fühlst du dich auch bereit dafür? Ich wurde bereit geboren. Gehen wir es an. Vorsicht, es ist eine große Ehre, aber auch eine große Gefahr. Es ist Zeit für das große Rennen. Zu Ehren Freyas reiten Geralt von Riva und die letztjährige Meisterin Astrid die Viper. Astrid die Viper. Los, los! Geralt. Sie sind gestartet! Sie sind gestartet! Das Heldenrennen ist zu Ende. Geralt von Riva hat Astrid die Viper geschlagen. Der weiße Wolf, der Außenseiter, hat gewonnen. Tolles Rennen. Die Göttin wird zufrieden sein. So wie du mit deinem Preis. Nicht schlecht, muss ich schon zugeben. Ich weiß nicht, was ich in einem Jahr mache, aber ich will wiederkommen. Schüttet wie aus Eimern! Karmischer Wächter 80. Ich habe leider einen ophirischen Reisesattel. So, fangen wir auch unten an, ein wertvolles Horn. Das da. Er ist nicht hier. Oh, so viel, so viel, so viel. Was ist das, ne?
Bricht mit Hammond. Naja, gut. Keine Markierung da. Oh. Ah, Plätze. Es schüttet wie aus Eimern. Hab ich meine Hütte ab. Wo willst du hin? Ja, Plätze. Ich um? Das war ein Trick. Schon 2 Sekunden gespart. Was willst du? Ich suche Hammond. Aus welchem Grund? Geschäfte. Um diese Tageszeit betet er in der Kapelle auf dem Hügel. Wenn du Sklaven kaufen willst, musst du warten, bis er fertig ist. Er betet? Ich hätte ihn nicht für einen gottesfürchtigen Mann gehalten, nach allem, was ich von ihm weiß. Es würde aber niemanden überraschen, der ihn wirklich kennt. Wieder ein Schnüffler! Ihr wisst, was zu tun ist! Bald bist du dran, keine Sorge! Oh ja, die ganze Stadt hier liegen nicht. Das schafft er nicht! Härter! Jetzt ist dein Glück vorbei! Auge um Auge! Ist gut jetzt hier halt. Götter des Meeres, ich habe euch die Geschenke nie missgönnt. Schenkt mir einen weiteren Sieg, dann werde ich euch einen Teil der Beute opfern. Lass dich von mir nicht stören. Verdammt, was jetzt? Ich habe gehört, dass du zu Karadins Bande gehört hast. Sag, was du willst, verdammt nochmal! Spuck's aus, du arschkriechender Bastard! Ich suche Yad Karadin. Und wer zum Teufel bist du? Ein Freund eines Freundes. Ich suche Karadin. Vielleicht könnten wir eine Abmachung treffen. Gefällt unser Geschäft ein paar Arschlöchern in Novigrad nicht? Verfluchte Gilden! Kommt! Worauf wartet ihr? Macht den verdammten Scheißkerl kalt! Fertig! Ein verfluchter Zauberer! Mund halten und kämpfen.
also alles, was du hast. Brief auf eleganten Weg, ich hab verpasst. Ich dachte, ich wäre bei unserem Auto nicht im Spiel deutlich genug gewesen. Ich möchte nicht mit dir in Verbindung bleiben, vor allem möchte ich keine Geschäfte mit dir machen. Ich zweifle nicht daran, dass die von dir vorgeschlagenen Geschäfte profitabel sind. Trotzdem, kurz gesagt, ohne mich. Es gibt genügend andere potenzielle Käufer in Novigrad. Goldschmiede, Juwelier und Händler, die mit Luxus verhandeln zum Beispiel. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Wie ich auch Bescheid ist, ich möchte alles gut in Betracht für den Weg als den letzten Abschiedskampf. Grüß, Kamerad. Bald bist du dran, keine Sorge. Mach ihn fertig! Schlag dem Hurensohn den Kopf ein! Das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz. Ja, da kann ich mich verabschieden. Dieser Jahr noch. Ja, kann sein. Manche leben noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Die Befehle lauten, hier lang dauern. Toll, toll. Und vergiss nicht, geh niemals alleine in die Scherben. Nimm immer einen. Warum hast du so lange gebraucht? Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad. Und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Gewesen. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste, verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Oh nein. Also gut, statten wir Karadin einen Besuch ab. Ich will auch einmal gewinnen mit dem Spiel, bevor er irgendwie verreckt oder ich ihn töte. Ich glaube, ich weiß, wie wir reinkommen. Ich habe einen Plan. Wenn dein Plan nicht das Ausschalten von Wachen vorsieht, sollte er überarbeitet werden. Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein. Fetter Junge. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Ihr wisst, wer ich bin und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du?
Aus der Katzenschule gibt nur noch wenige von uns. Hexer können keine Kinder haben. Aber Mündel. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Jungs, nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen mit mir sprechen. Ich bin ganz Ohr. Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elanda ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn, wie an alle anderen auch. Mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat. Wie lautet deine Version der Geschichte? Aiden hatte den Auftrag, den Fluch von der Tochter des Herzogs zu brechen. Er nahm das Geld, verfuschte den Auftrag und verschwand, als das Mädchen starb. Du lügst. Wir wollten ihn nicht töten. Wir waren Schuldeneintreiber. Er hatte das Geld schon ausgegeben, deshalb verlangten wir seine Schwerter. Als er sich weigerte, kochten die Gemüter hoch. Vienne, unsere Scharfschützin, verlor die Nerven. Sie traf Aiden genau ins Auge. Später hat sie ihre Version der Geschichte erfunden, wohl um ihr Schuldgefühl zu besänftigen. Ich habe genug gehört. Was jetzt? Du hast dich verändert, eindeutig. Vergebung, das ist mein einziges Ziel. Du glaubst ihm diesen Scheiß? Der Bastard redet sich doch nur raus. Lass ihn. Wir gehen. Hast du sie nicht mehr alle? Lambert, das ist eine der Situationen, in der du wahnsinnig angefressen bist, dich aber lieber zügeln und auf deinen vernünftigen Freund hören solltest. Lass uns gehen. Verdammt, Geralt. Weiß nicht, ob ich dir das verzeihen kann. Ich hab gesagt, lass uns gehen. Du kannst immer zurückkommen. Danke. Erklär dich bitte. Das werde ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Karadin nicht kaltblütig ermordet werden sollte. Wenn du das anders siehst, kannst du immer zurückkommen, ohne mich. Am liebsten würde ich dich windelweich prügeln. Wir sehen uns. Irgendwann. Mach's gut, Lambert. Jetzt. Können wir reden? Worüber? Schon mal Gwent gespielt? Na klar. Ich habe sogar versucht, es Wesemir beizubringen. Aber er hat sich als ungeheuer begriffsstutzig erwiesen. Warum fragst du? Willst du ein schnelles Ründchen spielen? Ja. Und ob? Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du plärren wie ein Säugling. Nein. Auch kein Rittersporn. Ja, du beginnst jetzt sehr gut. Ich kann mal zweimal Stunden reden. Was haben wir? Da. Schlechte Karten haben wir. Strömender Regen. Richtig schlechte Karten. Das werden wir mal spielen, wahrscheinlich. Mal gucken. Gegner ist am Zug.
heißt jetzt vorne? Boah, ich habe die zwei schlechtesten, die drei. Die Pfiffe. Ist die alle schlechtesten Karten nicht gezogen, die ich habe. Okay. Ich komme auf. Lol. Ich komme auf 17. Ich komme auf 13. Ich komme auf 17. Du hast gewonnen. Ich kann nicht fassen, dass ich meine einzigartige Karte rausrücken muss. Na, besser du als sonst jemand, schätze ich. Ist es wahr, dass die Bauern ihre Kühe heute selbst kalben müssen? Trismarigold. Tor abgeschlossen. Nur sexy oder was? Hexaufträge in dem Quest hier kommen. Bist du ein Zauberer? Zauberstab. Du bist der berühmte Gerald von Riva, nicht wahr? Dem Herrn und Beschützer unserer Stadt. Nur der standhafte Glaube. Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen.